So, wir haben 9:58 Uhr, das heißt noch 2 Minuten. Der Webinarraum füllt sich so langsam und die, die sich hier schon mal zuschalten, heiße ich auch ganz herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind alle frohen Mutes, haben Interesse mitgebracht, Neugier gut gestärkt. Vielleicht steht der Kaffee, der Tee. Oder auch vielleicht ein kühles Getränk zur Seite. Wenn nicht, dann haben wir noch 1, 2 Minuten, wo Sie sich das nochmal schnell holen können, zurechtlegen können. Unsere Gäste sind auch schon da. Und wir warten nochmal einen kleinen Moment, bevor wir hier starten mit unserem Webinar an diesem wunderschönen 27. April. Wer es wissen will, gleich knacken wir auch die Teilnehmeranzahl von 100. Bäm, fertig. So, vielleicht möchte der eine oder andere auch schon mal reinschreiben, woher er sich einschaltet oder dazu einwählt, einloggt. Wir haben in der Regel ja immer auch ein sehr, zumindest von den Örtlichkeiten, ein diverses Publikum. Mal gucken. Hier, guten Morgen aus Hamburg, Berlin, natürlich. Wo sonst? Köln, Baden-Baden, Hamburg sehe ich, nochmal Berlin. Von unterwegs, Oldenburg, München, Mannheim, also quer durch die Republik. Kopenhagen, wunderschönen guten Morgen nach Dänemark. Düsseldorf, Stuttgart, Jena, sehr schön. Das ist doch toll. Münster habe ich hier auch noch mal ein paar Mal. München, Karlsruhe, Emsdetten. Jawohl, Bahnhofsviertel Frankfurt. Sehr schön. Aachen aus dem Rheingau. War ich auch vor ein paar Tagen wandern. Kann man nur empfehlen. Ingolstadt, Loßburg im Schwarzwald. Auch da einen wunderschönen guten Morgen nach Loßburg, Ebersbach, Leipzig. Also wirklich wieder mal sehr, sehr unterschiedlich. Ach, Mainz natürlich. Kollegen, haben wir ja auch einige Kollegen in Mainz. Moers am Niederrhein. Sehr schön. So. Dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt 10 Uhr, 10:01 Uhr. Wir fangen jetzt einfach mal an und jetzt noch mal ganz offiziell natürlich einen wunderschönen guten Morgen an alle, die sich für dieses Webinar angemeldet haben und auch die Zeit gefunden haben, sich heute Morgen hier einzuloggen. Mein Name ist Boris Meyer von Cision und ich würde heute das Webinar so ein bisschen moderatorenmäßig begleiten. Unsere Gäste sind auch schon da und bin ich sehr glücklich, unsere heutigen Gäste auch vorzustellen. Das ist einmal Matthäus Michalik, Gründer und Geschäftsführer der Agentur SEO und Content Marketing Agentur Klarneo, die in Berlin angesiedelt ist. Und zum anderen haben wir seinen Kollegen Laurent Bussmann, der Head of Content Marketing ist bei Klarneo. Und das Thema, dem wir uns heute mit unseren Gästen natürlich nähern möchten, ist das Thema SEO und PR. Zwei Welten verschmelzen. Hier auch schon nochmal ein kleiner Überblick über die Agenda, die aber Matthäus und Laurent gleich auch nochmal ein bisschen näher vorstellen möchten. Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen an euch und herzlichen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Schön dabei zu sein. Sehr schön. Bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, vielleicht noch mal ein paar Randbemerkungen zum Technischen und auch zum Ablauf. Wir haben das geplant bis so etwa 11 Uhr. Zum Technischen vielleicht mit uns dabei sind auch die Kolleginnen hier von mir, Juliane Herzog und Fulya Arslan. Die sind im Hintergrund quasi und kümmern sich, dass hier alles auch einigermaßen gut läuft. Das heißt, wenn Sie Probleme haben mit der Technik oder sowas, gerne in den Chat. Sie sollten in der unteren Navigationsleiste hier von dem Zoom-Webinar auch einen Button mit dem Namen Chat haben, wo Sie entweder Ihre Fragen, Ihre technischen Probleme und sowas reinposten können. Die würden dann von Juliane Herzog und Fulya Aslan, von meinen Kolleginnen entsprechend auch sofort beantwortet werden. Ansonsten werden Matthäus und Laurent uns etwa eine halbe Stunde, 35 Minuten jetzt das Thema ein bisschen näher bringen. Danach haben wir vor,
dann eine Interview-Frage-Session zu machen, die dann auch bis etwa 11 Uhr geht. Sie können aber natürlich Fragen auch schon vorher in den Chat posten. Wir würden sie dann auch sofort beantworten, wenn es dann auch gerade zu dem passt, was die beiden uns erzählen. Ansonsten würden wir sie aber auf jeden Fall am Ende beantworten. Soweit, dann würde ich mal sagen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ich hoffe nicht, gebe ich mal ab an euch beide, Matthäus, Laurent, und würde mich jetzt erstmal auf unsichtbar stellen und freue mich auf das, was kommt. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann schaue ich mal, dass ich jetzt meinen Monitor teilen kann. Bekomme gerade noch die Meldung. Ah ja, jetzt dürft es gehen. In der Hoffnung, dass alle Teilnehmern mein Bildschirm angezeigt wird. Sollte funktionieren, wunderbar. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute gemeinsam mit uns durch das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung und PR durchzugehen. Wir wollen heute in den ersten 30, 35 Minuten so ein bisschen erklären, wo kommt eigentlich das ganze Thema her? Wie sehen wir PR aus dem SEO-Kontext? Warum ist eigentlich PR auch ein wichtiger Bestandteil mittlerweile von der modernen Suchmaschinenoptimierung? Und da werden wir einmal aufzeigen, wo sind eigentlich die Wurzeln, wo kommen die Wurzeln her und wie sehen eigentlich konkrete Beispiele und konkrete Cases aus. Kurz zu mir, ich bin Matthäus, Gründer und Geschäftsführer von Klaneo, habe 2017 mit einem kleinen Team und zwei weiteren Mitgründerinnen Klaneo gegründet, nach einer relativ langen Zeit in einer Netzwerkagentur, wo wir gesagt haben, okay, das ist nicht mehr das, für was wir morgens eigentlich aufstehen, für was wir aus Leidenschaft arbeiten, wir wollen was Eigenes schaffen, eine neue Heimat für uns finden, für die Marken, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, und daraus ist Klaneo entstanden. Mittlerweile sind wir über 80 Experten und Expertinnen, die sich auf das ganze Thema Search und Content Marketing fokussieren, auf einen sehr starken internationalen Ansatz. Wir betreuen viele Unternehmen, die eben aus Deutschland kommen, aber in vielen Märkten aktiv sind. Und da fangen wir eben an, angefangen von der Strategie, von den ersten Schritten bis hin zur Beratung, bis hin zur Execution von Search- und Content-Strategien. Und heute habe ich Lauren mit dabei, der sich auch gerne kurz vorstellen mag. Danke, Mathe. Ja, hallo zusammen. Ich bin Laurent, Head of Content Marketing hier bei Klaneo. Bin einen Monat nach der Gründung direkt zu Klaneo gekommen. Sind mittlerweile dann auch 4,5 Jahre und bin seitdem verantwortlich für das ganze Thema Content Marketing und habe das ganze Team um die PR-Leute bei uns mit aufgebaut. Und ja, freue mich auf den Austausch heute und gebe wieder an dich, Mathe. Ja, vielen Dank. Eine kurze Agenda für heute. Was haben wir jetzt vor in den nächsten 30 bis 35 Minuten? Wir haben so vier Kernbausteine, die wir mitgebracht haben in unserer Agenda. Wir wollen zum einen sprechen über die Suchmaschinenoptimierung. Wie hat sie sich auch verändert? Was sind eigentlich so die wichtigsten Pfeiler von Suchmaschinenoptimierung? Und wie spielt eigentlich PR und mittlerweile eher so digitale PR-Ansätze dort eine gewisse Rolle? Worauf zahlen sie eigentlich ein? Warum sprechen wir auch hier von einer Verschmelzung? Was ist digitale PR? Wie verstehen wir sie? Wie nutzen wir sie auch, um eben Reichweite zu generieren, um relevante Verlinkungen zu generieren? Wie wird eine Kampagne umgesetzt? Was sind die einzelnen Schritte? Worauf sollten wir beachten? Und wir sehen immer wieder, dass Erfolge eben auch abhängig sind von dem Time-Investment, was man hat. Also je mehr man wirklich Zeit investiert in die einzelnen Schritte, und da wird Laurent nochmal drauf zu sprechen kommen, welche sind eigentlich wie kritisch und wo sollte man seine Zeit am besten verorten, um eine Kampagne zum Erfolg zu bringen, weil einfach nur eine Kampagne zu haben, ohne sie aktiv zu bewerben, ohne aktiv sie nach außen zu tragen, wird eben sehr, sehr schwierig sein. Kein Redakteur, kein Journalist wartet auf ein Unternehmen, um irgendwie etwas zu veröffentlichen. Das heißt, wir müssen halt auch hier aktiv werden. Und dann ein paar Beispiele aus unserer Arbeit, was wir dort gemacht haben, was die Ergebnisse waren, was vielleicht auch die Herausforderungen waren. Also auch ganz viele verschiedene spannende Ansätze und auch aus verschiedenen Branchen. Und das werden wir heute im Detail besprechen. Aber bevor wir starten, nochmal, warum machen wir das Ganze hier? Also stellt euch wirklich vor, ihr arbeitet in einem Unternehmen, in einem Konzern, und euer Unternehmen wird eben überall erwähnt, wo ihr das Unternehmen gern platzieren würdet, wo ihr es gern sehen würdet. Ja? Abhängig von der Zielgruppe, es kann eine junge Zielgruppe sein, es kann eine ältere Zielgruppe sein, es kann eben auch ein B2B oder ein B2C-Unternehmen sein.
wir sprechen hier nicht von einer bestimmten Industrie oder von einem bestimmten Fokus, sondern im Grunde, wenn wir über digitale PR sprechen, auch aus dem Suchmaschinenoptimierungskontext, sehen wir ganz klar, dass es auch einfach für viele verschiedene Unternehmen funktioniert und es nicht immer nur die großen Bekannten in die Presse schaffen, sondern wenn man gute Arbeit leistet, kann es auch ein mittelgroßer E-Commerce-Shop sein oder es kann auch ein B2B-Portal sein, was sich um Aufträge für Subunternehmer kümmert. Das heißt, es gibt eben ganz, ganz viele Ansätze, die man für sich erarbeiten kann, die man für sich finden kann, um eben in diesem Magazin erwähnt zu werden. Und stellt euch einfach vor, ihr werdet zum Beispiel als junge Marke in der Bravo erwähnt, erreicht eine junge Zielgruppe, eine musikaffine Zielgruppe. Ihr seid vielleicht eher mit einer starken weiblichen Zielgruppe ausgestattet als Online-Shop, als Portal. Und ihr schafft es, in die Cosmopolitan zu kommen und dort erwähnt zu werden. Ja, oder ihr schafft es, in, sagen wir mal, die größten deutschen Medien zu kommen, sei es auf die Bild. Über die Bild brauchen wir heute nicht sprechen, ist sehr kontrovers diskutiert, keine Frage. Aber eine Verlinkung auf bild.de ist für Suchmaschinenoptimierungszwecke Gold wert. Also es gibt kaum stärkere Portale, auf die wir eine Erwähnung oder auch eine Verlinkung erhalten können, als auf bild.de. Oder zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine. Ja? Also wenn so ein Portal über uns berichtet, stärker ist natürlich unsere Reputation. Wir bekommen hier extrem viel Autorität zugesprochen, wenn eine Verlinkung aufgebaut ist, wenn wir eine Verlinkung zu unserer Seite haben, stärkt es unser komplettes Backlink-Profil. Ja, und heute wollen wir genau diese Frage beantworten. Wie kommen wir dazu, von diesen Portalen erwähnt zu werden, auf diesen Portalen verlinkt zu werden? Und bevor wir dazu sprechen, müssen wir eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja heute gesprochen, wir sprechen über Suchmaschinenoptimierung, über PR und wie die zwei Welten eigentlich verschmelzen. Und dann müssen wir uns ja nochmal vielleicht für die Personen, die noch nicht so tief in der Materie sind, zum Thema Suchmaschinenoptimierung, müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen abholen und nochmal sagen, okay, was ist eigentlich die Suchmaschinenoptimierung? In der Suchmaschinenoptimierung, das Hauptziel ist, die eigene Marke sichtbarer im Internet zu erarbeiten. Also im Grunde ist es wirklich ein Arbeiten, weil es kommt nicht von heute auf morgen, das ist kein Erfolg über Nacht, sondern es ist wirklich ein Handwerk, was man beherrschen muss, um das eigene Asset, die eigene Webseite Stück für Stück zu optimieren. Und der Fokus sollte immer in der Zielgruppe sein. Also unsere Zielgruppe steht im Fokus und alles, was wir auf unserer Webseite machen, sollte immer dem obersten Ziel folgen, eine bessere User Experience, den Nutzer besser abzuholen, die Suchintention besser zu bedienen. Und wenn wir über Suchmaschinenoptimierung sprechen, ist unser Ziel ganz klar, unsere Rankings auszuweiten, für mehr Begriffe zu ranken, also klar relevante Begriffe zu ranken, aber auch dafür zu sorgen, dass wir unsere Position halten und dass wir eben organischen Traffic in der Form eigentlich kostenlosen Traffic auf unsere Webseite bekommen. So ganz kostenlos ist er natürlich nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass wir an unsere Webseite arbeiten. Wir müssen an den Inhalten unserer Webseite arbeiten. Und wir müssen eben auch an verschiedenen weiteren Aktivitäten arbeiten, wie eben das ganze Off-Page-Thema. Also wir müssen unser Backlink-Profil weiter verbessern. Und wenn wir uns anschauen, was für vier Kernbereiche wir haben in der Suchmaschinenoptimierung, dann sprechen wir, um das runterzubrechen, natürlich ist Suchmaschinenoptimierung bei weitem komplexer, aber um das hier in so einen Rahmen zu stecken, sehen wir ganz klar die Suchmaschinenoptimierung in vier Kernbereiche. Zum einen die Strategie, dass wir ganz klar sagen, wir müssen verstehen, wer ist unsere Zielgruppe, wie sucht unsere Zielgruppe und was interessiert eigentlich unsere Zielgruppe. Ja, das heißt, auch hier klassisches AIDA-Modell kann man hier anwenden. Es gibt ganz viele Modelle, wie man auch so eine Customer Journey abbilden kann. Aber wir müssen eigentlich verstehen, in welcher Phase befindet sich eigentlich unser Kunde, unsere Kundin und wie können wir diese Suche, diese Person am besten abholen? Das bedeutet, ist es eine Kategorieseite, ist es eine Produktdetailseite oder ist vielleicht die Person ganz weit am Anfang noch und sucht erstmal nach einer Lösung und vielleicht sind wir die Lösung, aber der Nutzer hat erstmal das Problem und sucht nach einer Lösung für dieses Problem. Das heißt, es kann eben eine sehr, sehr weit gefasste Strategie sein, angefangen von Themen, die direkt zu einer Conversion führen. Das kann eben ein Abverkauf sein, das kann aber auch natürlich eine Registrierung sein, bis hin zu Informationen, dass wir sagen, wir wollen ein Meinungsführer werden. Dann der ganze Technikbereich, dass wir sagen, eigentlich muss diese Webseite extrem performant sein, sie muss mobil funktionieren, Desktop funktionieren. Wir müssen einfach ein gutes Nutzererlebnis auf unserer Webseite gewährleisten. Dann das ganze Thema Content.
Ja, wir brauchen die richtigen Inhalte basierend auf der Strategie an den richtigen Orten unserer Webseite. Sei es jetzt ein Informationsbereich, sei es jetzt vielleicht ein Download-Bereich, sei es jetzt vielleicht auch irgendwie Kategoriebereich, je nachdem, was für ein Businessmodell wir haben als Unternehmen, können wir verschiedene Orte auf der Webseite für verschiedene Inhalte zur Verfügung stellen. Und dann der letzte Bereich, der Off-Page-Bereich, der Google-Algorithmus damals, 1998, als aus einer Doktorarbeit entstanden von den zwei Gründern, hat sehr stark auf dem Thema Verlinkung basiert. Bedeutet im Grunde, jede Verlinkung ist eine Empfehlung. Und je stärker die Empfehlung ist, also je stärker die empfehlende Seite, desto wertvoller ist eigentlich diese Verlinkung für meine Webseite. Das heißt, wie schaffen wir es, Inhalte im Internet wirklich an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, zu verlinken oder auch Erwähnungen zu generieren. Und eben im Grunde ist es auch so, dass wenn nur diese vier Kernbereiche gut optimiert sind, sind wir auch kompetitiv in einem Bereich oder in einem kompetitiven Markt. Bedeutet, wir können uns jetzt hier nicht aussuchen, dass wir sagen, wir konzentrieren uns jetzt nur auf Off-Page oder wir konzentrieren uns nur auf die Technik der Seite, sondern jeder Bereich der Suchmaschinenoptimierung muss eine Grundoptimierung erhalten, sonst können wir eben nicht erfolgreich sein in diesem Bereich. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie PR in die Suchmaschinenoptimierung einzahlt, sehen wir ganz klar zwei Ansatzpunkte. Einmal die Strategie, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nicht nur abhängig sein von Begriffen, die Non-Brand sind, also nicht auf die Brand eingehen, sondern jemand sucht nach einer Waschmaschine, jemand sucht nach einem Laufschuh, sondern wir wollen eigentlich, dass Nutzer auch anfangen, nach uns zu suchen, weil sie über uns gelesen haben, weil sie von uns gehört haben. Also dass der Anteil der Brandsuchen weiter steigt, weil das natürlich auch unsere Marke ist. Und für eine Brandsuche ist häufig die Conversion Rate viel, viel besser und da ist weniger Wettbewerb als für komplett generische Begriffe. Und auf der anderen Seite, der Off-Page-Bereich, dass wir natürlich sagen, mit unseren PR-Maßnahmen wollen wir nicht nur eine Erwähnung haben in den Magazinen, sondern wir wollen natürlich idealerweise auch eine Verlinkung haben, zurück zu unserer Kampagnenseite, zurück zu unserer Startseite. Wenn eben über eine Kampagne geschrieben wird, dann soll eben auch daraus ein Link resultieren. Und das ist eben auch so, dass Google sich dieses Jahr, Lauren, korrigiere mich gerne, letztes Jahr im Januar geäußert hatte, John Müller, das ist im Grunde so das Spokesman von Google, und Google hat ja eben gesagt, hey, alles, was ich so sehe in Form von digitale PR, in Form von, wir wollen Links und Erwähnungen erreichen, in Form von sehr, sehr guten Inhalten, ist genau das, was John Müller oder auch Google eben sehen will. Also wir wollen gute Inhalte zur Verfügung stellen, wollen auf diese guten Inhalte aufmerksam machen. Und je besser die Inhalte sind, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass ein Journalist darüber schreibt, ein Redakteur darüber schreibt, dass wir eine Verlinkung bekommen. Ja? Und es ist halt eben weg von dieser klassischen PR, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt hier irgendwie eine Produktinnovation oder wir haben jetzt hier irgendwie X Umsatz generiert in diesem Jahr. Also weg von diesem, das Unternehmen in den Vordergrund zu stellen, sondern vielmehr die Kampagne in den Vordergrund zu stellen. Und da werden wir jetzt darauf eingehen, was wir eigentlich darunter verstehen und wie das Ganze zu sehen ist. Wenn wir auch sagen, was ist digitale PR, sehen wir ganz klar eine Überschneidung zwischen verschiedenen Elementen von digitalem Marketing. Also wenn wir sagen, das ist eher so eine Schnittmenge, haben wir auf der linken Seite Suchmaschinenoptimierung, wo wir sagen, das sind die ganzen technischen Aspekte, die inhaltlichen Aspekte, die Strategie Off-Page. Und wir sehen im Grunde Content Marketing, wo wir sagen, hey, hier geht es um die Content-Thematik. Wir wollen hier etwas erzählen, wir wollen den Nutzer abholen, wir wollen den educaten, wir wollen dem einfach mehr geben als nur, er sucht nach einem Produkt oder er sucht nach einer Dienstleistung, sondern er soll allumfassend informiert werden. Und genau diese Schnittmenge ist extrem spannend, die wir als Search-Driven Content Marketing bezeichnen. Und da gibt es im Grunde zwei Aspekte. Ein Aspekt sind Content Hubs und der zweite Aspekt ist digitale PR, über die wir heute sprechen wollen. Zum einen sind Content Hubs eher Themenwelten, auf die wir optimieren, für die wir eben Inhalte schaffen, die abseits von der Conversion zu sehen sind oder vom Abschluss zu sehen sind. Und digitale PR sorgt eben dafür, dass wir sagen, wir wollen Verlinkungen erreichen und Verlinkungen gewinnen, Erwähnungen gewinnen. Das Ganze sieht eben so aus, dass man das sich auch nochmal theoretisch darstellen kann wie zwei Pyramiden. Wir haben einmal die Content Marketing Hubs, wo wir sagen, hey, wir stellen Informationen zur Verfügung, das können Guides sein, das kann
How-to-Magazin-Beiträge sein, das kann ein Glossar sein. Und dann auf der anderen Seite digitale PR-Kampagnen, wo wir sagen, hey, das sind Studien, interaktive Grafiken, Tools, Rechner, alles, was eben weg ist von dem klassischen, ich habe eine konkrete Frage, ich suche etwas, sondern ich bin da, wenn der Nutzer mich braucht, weil ich ihn darauf aufmerksam mache. Und wenn wir uns auch anschauen, wie ist zum Beispiel der Traffic, würden wir ganz klar sagen, diese Content-Hubs, wo wir auf verschiedene Fragestellungen, verschiedene Probleme der Nutzer und Nutzerin eingehen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir darüber Traffic generieren, sehr, sehr hoch. Ja, sagen wir mal, wenn wir ein Online-Shop wären für Waschmaschinen, wir haben einen Beitrag wie irgendwie, wie wasche ich Schuhe und Sneaker in Waschmaschinen, was mache ich, wenn die Waschmaschine stinkt, wo kommt Weichspüler, wo kommt Waschmittel rein, solche Themen, ganz klar, die sind nicht dafür da, um Abschlüsse zu generieren, um Produkte zu verkaufen, aber um den Nutzer bereits relativ früh mit mir als Marke in Verbindung zu setzen. Ja, das ist eben ein Content-Marketing-Ansatz, den wir sehen. Und der andere ist digitale PR. Wenn wir sagen, wir haben eine Studie, niemand sucht nach einer bestimmten Studie oder sehr, sehr wenige Menschen suchen nach einer bestimmten Studie, das ist eher dafür gedacht, um auf der anderen Seite wiederum Verlinkungen und Reichweite zu generieren. Ja, das heißt, die ganzen digitalen PR-Kampagnen sollen nicht dafür sein, viel Traffic zu generieren. Punktuell ja, wenn es eben eine virale Kampagne geht, bekommen wir eben für gewisse Zeit Traffic, aber das ist kein Traffic, der nachhaltig Suchmaschinenbesucher auf unsere Seite leiten wird, aber wir bekommen dafür eben eine große Anzahl an Erwähnungen, an Verlinkungen, was dann wiederum auf Off-Page einspielt. Und wie das Ganze noch eben weitergedacht wird, wie funktioniert SEO, Content-Marketing und PR im Einklang, da werde ich jetzt Laurent übergeben und du kannst gerne die Anfrage stellen für den Monitor. Bin dabei. Super. So, vielen Dank, Matthias. Gucken, ob es jetzt schon funktioniert. Na, dauert immer eine Sekunde der Steuerung. Mir passt noch nichts. Ich habe jetzt mal für dich geklickt, aber ja, okay. Gucken, ob es funktioniert. Super, ich probiere es gleich nochmal eben, hat es auch eine Sekunde gedauert. Genau, hier nochmal zu dem Thema, was ist Digital PR, beziehungsweise aus welchen Teilen setzt sich Digital PR bei uns zusammen? Wir sehen das so, dass Digital PR halt aus diesen drei verschiedenen Aspekten Content Marketing, SEO und der klassischen PR sich zusammensetzt. Content Marketing, Matthäus hat das eben schon angeschnitten, da nehmen wir die Aspekte her, weil wir halt sagen, beim Digital PR stellen wir Informationen und Inhalte in den Vordergrund anstatt Marken, Produkte, Dienstleistungen. Also wir kommen in der ganzen Arbeit eher über die Infos und möchten uns als Informationsträger positionieren. Beim SEO kommen wir über dieses ganze Thema Backlinks, Reichweite, auch die Autorität einer Domain zu stärken und dieses SEO-KPIs. Deswegen spielt SEO beim Digital PR eine große Rolle. Und nicht zu vergessen die klassische PR, weil diese informativen Inhalte, die wir halt geschaffen haben, die möchten ja auch irgendwie verbreitet werden. Wie verbreiten wir die? Mit klassischer PR-Arbeit. Heißt, wir erstellen Medienverteiler, wir schreiben Pressemitteilungen, wir machen Outreach, wir greifen zum Telefon und probieren Journalisten, Blogger und halt unsere definierte Zielgruppe zu erreichen und die davon zu überzeugen, dass unsere Inhalte so spannend sind, dass man vielleicht einen Artikel darüber schreibt, dass man uns als Quelle erwähnt und so halt die Reichweite zu gewinnen. Genau. Mathe, irgendwie funktioniert es nicht. Du müsstest mal weiterklicken für mich. Ja, perfekt. Die Ziele im Digital PR sind vor allem die drei oberen hier: Reach, Traffic, Engagement, Leads und Sales. Ganz long term, wenn wir viele oder eine langfristige Digital PR-Strategie haben, können auch Leads und Sales als langfristiges Ziel gesehen werden, sind es aber in der Regel eher nicht. Vor allem Reach halt im Zusammenhang halt mit Media-Reichweite, mit Social-Media-Reichweite vielleicht, ist das große Thema. Traffic kann über eine Kampagne kommen, passiert meistens nicht so sehr, es sei denn, wir machen eine Social-Kampagne. Traffic kann aber auch über Social Media kommen. Traffic kann auch langfristig sein, dadurch, dass wir halt Backlinks gewinnen, dadurch, dass wir die Domain stärken, also eure Website stärken, geht natürlich der Traffic dann auch hoch, weil wir bessere Rankings bekommen. Dementsprechend ein wichtiges Ziel von Digital PR. Und Engagement eher im Sinne von
Interaktion. Also Interaktion mit den Inhalten, Interaktion mit der Studie, wenn wir ein Tool zum Beispiel bauen oder ein Spiel veröffentlichen, Interaktion hiermit und mit der Seite. Das übergeordnete Ziel bei der ganzen Sache ist natürlich, langfristig die Brand Awareness zu steigern, meine Marke bekannter zu machen und meine Marke halt im digitalen Raum halt bekannt zu machen. Das ist ganz wichtig. Wir sprechen hier von digitalen Maßnahmen. Print oder andere Medien sind für uns erstmal nicht so wichtig. Wir fokussieren uns rein auf das Digitale. Ich antworte mal direkt auf eine Frage zu den drei Aspekten, die gerade reinkamen, ob alle drei Aspekte gleich wichtig sind. Definitiv, vor allem das Content-Marketing-Aspekt als auch der klassische Marketing, klassische PR-Aspekt sind besonders wichtig. Beim SEO-Aspekt, da kommt es ein bisschen darauf an, was halt eure Ziele sind. Man kann zum Beispiel einen starken SEO-Fokus haben, heißt, wir wollen unbedingt Backlinks gewinnen. Dann unterscheidet sich das Format, was ich wähle bei einer Digital PR-Kampagne ein bisschen, aber zum Format kommen wir gleich noch. Aber nichtsdestotrotz braucht man beim Digital PR alle drei Aspekte, ansonsten funktioniert es nicht so gut. So, jetzt probiere ich es mal nochmal. Du musst klicken für mich, sorry. Genau, das hier sind die Formate, die wir haben. Wir kennen diese Formate vor allem. Da kommen wir wieder zum Content-Marketing, aus dem Content-Marketing-Bereich raus. Wir haben vor allem visuelle Formate, wir haben audiovisuelle Formate, interaktive Formate und Textformate. Aber nicht alle dieser Formate sind auch tatsächlich nicht alle diese Formate sind tatsächlich auch für Digital PR geeignet, weil manche einfach zu informativ sind und einfach nicht das Potenzial haben, Reichweite zu generieren. Deswegen hier in grün bei den visuellen Formaten, Illustrationen, Infografiken können gut funktionieren, audiovisuelle Formate, Testimonials oder Interviews funktionieren sehr gut. Interaktive Formate, da sehen wir oft Kalkulationsrechner, interaktive Games, interaktive Tools, die super funktionieren können. Und bei den Textformaten, die häufigsten sind da sicherlich Studien, Umfragen, Checklisten, E-Books werden auch noch oft verwendet oder Toplisten. Nochmal bitte, genau. Die wirklich aber in den letzten anderthalb, zwei Jahren am öftesten verwendeten Formate sind unserer Meinung nach halt Umfragen. Umfragen aus dem Grund, weil mit einer Umfrage kann ich meine eigenen Primärdaten generieren. Also ich muss nicht irgendwelche Sekundärdaten nutzen, die es schon gibt, die der Journalist vielleicht auch selber finden kann, sondern mit einer Umfrage erhebe ich meine eigenen Daten und kann diese Daten auch in einer gewissen Art und Weise steuern. Da ich ja zum Beispiel meine Umfragen, die ganzen Fragen, die konzipiere ich ja selber und kann da drin schon kalkulieren, okay, das und das könnten die Antworten sein. Nehme ich diese Frage rein, ist das interessant vielleicht für den weiteren Verlauf der Kampagne oder konzipiere ich die Frage vielleicht nochmal um? Deswegen, Umfragen passen immer sehr gut. Das zweite sind Indexformate. Einige von euch werden es vielleicht kennen. Die Indexformate werden auch oft Index genannt, tatsächlich als Titel einer Kampagne. Dabei geht es um einen größeren Datenvergleich. Also was mache ich? Ich gucke mir zum Beispiel an, was sind die autofreundlichsten Städte der Welt? Gucke mir an, wie hoch sind die Spritpreise in den Städten? Wie hoch sind die Parkpreise? Wie sind die Straßenqualitäten? Wie viel Stau gibt es vielleicht? Und kann so eine Art Ranking aufstellen, wo ich sage, Stadt XY ist super autofreundlich, was jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß ist heutzutage. So könnte man es aufbauen. Positiv daran ist, dass man halt viele Städte in der Liste haben kann. Das heißt, man kann viele regionale Zeitungen auch erreichen. Ich kann den Redakteur oder die Redakteurin aus München anschreiben und sagen, ey, hier, ihr habt übrigens die höchsten Parkpreise, dafür aber am wenigsten Stau, was wahrscheinlich falsch sein wird. Und Berlin kann ich dann anschreiben und sagen, hey, ihr habt die schlechteste Straßenqualität. Und so hat halt jede Stadt seinen eigenen Punkt, wo er drüber schreiben kann. Und so habe ich halt eine große Zielgruppe bei Indexvergleichen.
Genau, danke. Die Distributionskanäle generell, die wir halt haben, sind die drei, die die meisten von euch auch kennen werden. Wir haben einmal Paid Media, wir haben einmal Owned Media und Earned Media. Unten das gelbe Paid Media klammern wir quasi aus beim Digital PR, weil es beim Digital PR halt wirklich darum geht, organische Reichweite zu gewinnen. Also wir wollen dieses ganze Thema Paid komplett rauslassen. Wir wollen diese ganzen, die Reichweite in Medien, die Reichweite auf Social Media, das wollen wir alles generell über organischen Outreach und das Seeding erreichen. Dafür fangen wir an mit der Owned Media, mit dem Owned Media Kanal. Heißt, wir publizieren die Studie, die Umfrage, der Index, das Tool, publizieren wir auf einer URL, also auf einer Landingpage unserer Website. Und wenn wir das gemacht haben, dann sollten wir auch unseren eigenen Newsletter, unsere eigenen Social Media Kanäle, all dies sollte man dann selber nutzen, um halt schon mal initiale Reichweite zu bekommen, um die Leute schon mal darauf hinzuweisen. Hier gibt es interessante Informationen, hier gibt es guten Content. Der dritte Part ist das Earned Media und das ist mit Abstand das Schwierigste, weil dabei geht es halt um die erwähnte klassische PR-Arbeit, wo wir halt sagen, wir gucken uns an, welche Online-Redakteure gibt es in dem Feld, das wir gerade behandeln. Ich gehe zurück zum Beispiel Auto. Gucke mir dann an, welche Online-Redakteure gibt es zum Thema Auto, wie kann ich die ansprechen, worüber schreiben die, einen Redakteur, der über den alten Dieselmotor schreibt, der will andere Informationen bekommen, wie zum Beispiel jemand, der sich auf Elektromobilität konzentriert. Und so gibt es halt verschiedene Zielgruppen und ich muss einen verschiedenen Outreach machen mit dem Ziel halt, dass die Leute über mich schreiben, dass die auf über meine Seite verlinken, über die Landingpage, die wir auf unserer Website haben und dass wir so halt die Reichweite generieren. Vielleicht hier nochmal auf eine Frage einzugehen, warum keine Paid-Reichweite? Also ich glaube, das wurde einfach missverstanden. Also Paid-Reichweite kann schon Sinn machen, um eben auf eine Studie aufmerksam zu machen. Ja, also die Frage ist halt, welcher Paid-Kanal da sinnvoll ist, zum Beispiel Outbrain, Taboola kann Sinn machen. Und ob es helfen kann, Backlinks oder Ähnliches aufzubauen mit Paid-Reichweite, jein. Weil im Grunde ist es ja schon so, dass du natürlich deine Bekanntheit, deine Reichweite steigerst und dadurch dann die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht jemand darüber berichtet, darauf eingeht, ist schon höher. Aber wir sehen schon, dass eigentlich diese direkte Ansprache von Journalisten, von Redakteuren, von Personen, die eben etwas zu publizieren haben, nochmal besser funktioniert, als nur auf eine Kampagne Werbung zu schalten. Ne? Das heißt, es kann schon sinnvoll sein, Werbung zu schalten, aber nicht immer und nicht bei jeder Kampagne. Genau. Es kommt auch auf das Landingpage-Layout an. Ne? Also wenn wir eine Index-Kampagne haben und wir haben jetzt irgendwie 100 verschiedene Städte verglichen miteinander, dann ist das meistens sehr, sehr datenlastig und da lohnt es sich dann nicht groß, Paid drauf zu schalten, weil die Leute damit nicht wirklich interagieren. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein cooles Tool, ein cooles Spiel entwickelt, dann würde sich das eher lohnen, da Paid drauf zu machen. Ich schließe das jetzt hier erstmal aus. Weil das halt die Definition für uns von Digital PR ist halt wirklich organisch Reichweite zu gewinnen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch oft eine Budgetfrage. Also Paid ist teuer und dementsprechend ist das nicht immer in den Budgets drin, solche Kampagnen dann extra zu bewerben. Genau. Wie kann sowas dann im Endeffekt aussehen? Die Artikel, von denen wir die ganze Zeit sprechen, die können zum Beispiel so aussehen wie merkur.de, eine relativ große deutsche Zeitung, die könnte dann darüber schreiben. Ein Artikel, hier haben wir mal eine Studie gemacht, um zu gucken, in welchen Städten gibt es am meisten bzw. am wenigsten Fachärzte. Das hat super gut funktioniert. Wir haben das vor ein paar Monaten Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres geseedet, als diese ganze Diskussion rund um Ärzteknappheit sehr aktuell war. Und so kann zum Beispiel dann ein Artikel aussehen. Er kann natürlich auch aussehen, wie Matthäus schon erwähnt hatte, die Cosmopolitan, hier mit einer Umfrage, die wir für einen B2B, nee, nicht B2B, für einen E-Commercer für Duschen erstellt haben. Oder das nächste, die Bravo, die genau auch sehr, sehr Lifestyle-mäßig
unterwegs ist. Ich persönlich wusste bis vor einem Dreivierteljahr überhaupt nicht, dass es die Bravo auch digital gibt. Ich kenne es nur aus meiner Kindheit, ist aber immer noch ein sehr, sehr reichweitenstarkes Portal und halt ein super Transporteur dann halt für unsere sehr lifestyleige Studie in dem Fall. Wenn wir ein bisschen mehr in das Inhaltliche, in die Nische gehen wollen, dann sieht man an dem Beispiel Falstaff, wo wir für HelloFresh einen Vergleich von den Burger-Hauptstädten in Europa gemacht haben, dass das auch sehr gut funktionieren kann. Also wir haben hier ein essensrelevantes Thema genommen, haben an ein essensrelevantes Medium, also Falstaff, die haben ein sehr, 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 sehr gutes auch Print-Magazin, aber auch ein sehr reichweitenstarkes Online-Magazin. Und solche themenrelevanten, ich sage jetzt mal nischigeren Seiten können dann auch sehr, sehr gut getargetet werden, die PR-Kampagne. Wir können aber auch Social Media als Target haben. Hier wieder Beispiel unserer Duschumfrage. Die wurde zum Beispiel aufgegriffen bei Funk. Funk ist, ich sage es jedes Mal falsch, ich glaube von SWR, ARD, ZDF oder so, ein öffentlich-rechtliches Social Media Medium, die sehr, sehr guten, und informativen Content teilen, vor allem bei Instagram. Funk hat mittlerweile über 1 Million Follower und dieser Post mit der Erwähnung halt unseres Kunden Duschmeisters wurde inzwischen, glaube ich, knapp 90.000 Mal geliked. Es gab über 1.000 Kommentare. Und das sieht man einfach, dass eine Digital PR-Kampagne nicht nur in Online-Zeitungen und Magazinen funktionieren kann, sondern halt auch Social Media auf Funk, auf Katapult und wie sie alle heißen, diesen Portalen sehr gut aufgenommen werden kann, wenn halt die Datenquelle valide ist und der Inhalt passt. Wir hatten 2 Fragen. Ja. Bevor du weitergehst. Einmal die Frage von Marco, Earned Media Plattform setzen die Artikel und Verlinkung meistens auf No-Follow. Inwiefern soll das helfen? Wie ist denn deine Erfahrung bezüglich No-Follow, Do-Follow, wenn wir die direkte Ansprache haben? Das ist tatsächlich in Deutschland relativ kompliziert. Also Deutschland ist da sehr speziell, was das angeht. Ich würde so ungefähr sagen, dass knapp, also von allen unseren Erwähnungen, die wir bekommen, sind circa die Hälfte Do Follow, die andere Hälfte No Follow oder einfach Mentions. No Follow ist für mich aber jetzt auch kein kompletter SEO-Verlust, sondern wird in Zukunft auch deutlich wichtiger, weil das natürlich auch einfach Google signalisiert. Trotzdem, dass hier dass diese Marke, dass die Inhalte viel erwähnt werden. Natürlich nicht so viel wert wie ein Do-Follow-Link. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine wichtige Reichweite, die wir damit aufbauen. Also zum Beispiel Bravo oder Cosmopolitan Bild, auch wenn es ein No-Follow-Link ist, ist es halt ein sehr, sehr, sehr reichweitenstarkes Medium, wo wir davon ausgehen können, dass zigtausende Leute diesen Artikel lesen werden. Und dementsprechend habe ich halt für eine Brand da schon einiges getan in dem Fall. Dann noch eine Frage von Svetlana. Kam die Veröffentlichung, die du gerade präsentiert hast, auf der direkten Wege, also direkte Kontakte zustande, direkte Ansprache oder wie gehen wir da letztendlich vor? Genau, also wir machen das so, dass wir haben zwei verschiedene Arten und Weisen, den Outreach Seeding zu machen. Wir starten meistens mit einem Pitch, wo wir die Kontakte, die wir haben, kontaktieren und sagen, hey, wir haben hier echt coolen Content, das könnte zu dir passen, du hast in der Vergangenheit schon mal darüber geschrieben, wäre das nicht was für dich? Und dann nach 1-2 Wochen veröffentlichen wir die Kampagnen an die breitere Masse und haben dann sehr, sehr zielgerichtete Mediaverteiler mit den halt entsprechenden Informationen. Also wie gesagt, an den Elektromobilitätsredakteur würde ich eine komplett andere Pressemitteilung, komplett anders anschreiben, komplett andere Informationen schicken, als zum Beispiel den Redakteur, der irgendwie über den neuesten Porsche Panamera schreibt und zwar nicht über die E-Version, sondern halt über den Automotor. Genau. Und vielleicht auch hier nochmal anzusprechen, dass die ganzen Pressekontakte eben das Ergebnis langjähriger Arbeit ist. Ja, das heißt, die kamen auch nicht, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben uns die wirklich erarbeitet und man baut eben eine Beziehung auch teilweise zu den Redakteuren auf, teilweise zu den Verlagshäusern. Und eben, wie Lauren sagte,
sehr, sehr punktuell. Also das ist jetzt nicht hier mit einer Gießkanne und sagen, hey, wir haben hier eine Pressemitteilung, weil wir jetzt quasi ein Redesign hatten unserer Webseite und das ist ja so toll, da sollen jetzt alle drüber schreiben, sondern wirklich basierend auf der Kampagne, auf der Zielgruppe, die wir erreichen wollen, die Redakteure vielleicht, die wir erreichen wollen, sind das halt immer sehr, sehr individuelle Ansprachen. Und auch hier nochmal die Frage, es gab eine Frage vom Prozess her, da kommen wir ja auch gleich drauf nochmal zu sprechen, aber hier kam nochmal die Frage, inwiefern die Reichweite auf und Traffic von Social Media sinnvoll ist, wenn Backlinks das Ziel sind. Auch vielleicht nochmal hier nochmal zur Klarstellung, was ist eigentlich das Ziel, weil Backlinks kann ein Ziel sein, muss es aber nicht immer sein. Und wir sollten jetzt nicht digital PR betreiben, nur um Backlinks zu generieren. Aber Laurent, vielleicht nochmal da aus deiner Einschätzung. Genau, also die Slide mit den Zielen, die ich gezeigt habe, das sind die Ziele, die aus unserer Sicht und unserer Erfahrung möglich sind. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wir wollen nur Backlinks machen oder wenn wir eine Kampagne anfangen, da komme ich gleich dazu, dann definieren wir die Ziele, die wir haben. Und die Ziele, die wir definieren, also zum Beispiel Backlinks, dann würden wir zum Beispiel sagen, mit Backlinks unserer Erfahrung nach würden wir eher was Datengetriebenes oder eine Umfrage machen, weil die wird sehr gut in Social Media, in Online-Magazinen aufgenommen. Wenn wir jetzt sagen würden, hey, Matthäus kommt zu mir und sagt, Laurent, ich will irgendwie Social Media Reichweite haben, organisch, dann würde ich sagen, okay, eine Studie ist da eher ungeeignet, weil das teilen die Leute eher seltener, zumindest die Privatprofile. Und da würde ich vielleicht eher sagen, hey, wir machen ein interaktives Tool, wir machen vielleicht ein kleines Game oder so und das geht dann besser über Social Media und dann kann ich damit besser Reichweite gewinnen. Also die Ziele, die wir gezeigt haben, sind nur die Möglichkeiten, worauf ich mich fokussiere, das beeinflusst dann natürlich das ganze Format und das Layout von der Kampagne. Genau. Noch eine weitere Frage. Bei den Umfragen, laufen die über Social Media, nutzen wir da dedizierte Tools, wie bauen wir das Panel auf und wie viele Leute sollten wir befragen, damit es repräsentativ ist? Kommt ganz auf das Thema an, also Deutschland Repräsentativität, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, ist, glaube ich, bei 2000 Leuten. Man kann da zum Beispiel Tools wie Opinio oder YouGov nehmen. Die machen dann sogenannte Omnibus-Umfragen. Die sind dann Deutschland repräsentativ. Also die sind dann auf die Demografie in Deutschland angepasst. Die befragen dann genauso viele Männer und Frauen, wie wir halt in Deutschland statistisch haben. Genau das gleiche Alter und so weiter. Vor allem bei seriöseren Themen, sage ich jetzt mal, würde ich da schon empfehlen, auf so ein Tool zurückzugreifen und was Repräsentatives zu machen. Wenn wir jetzt was sehr Lifestyle-igeres machen, also da komme ich auch später zu, oder wie zum Beispiel eine Umfrage zum Thema Pizza, haben wir mit HelloFresh gemacht, da muss es nicht unbedingt eine teure repräsentative Studie machen, weil wir fragen halt einfach 1000 Leute, was ist eure Lieblingspizza? Also da ist das, da ist die Qualität der Daten nicht ganz so wichtig, wie wenn ich jetzt zum Beispiel frage, würdet ihr gerne oder wie stehen die Leute zu der Nutzung von Online-Buchungsmöglichkeiten bei Ärzten oder Online-Terminmöglichkeiten? So, das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn ich das Ärzteblatt zum Beispiel anschreiben möchte, dann muss meine Datenlage muss repräsentativ sein. Das müssen super, super gute Daten sein, sonst wird das niemals aufgefasst. Wenn ich aber jetzt Falstaff oder ein Lifestyle-Magazin anschreibe und sage, hey, wir haben eine Umfrage gemacht, Pizza Salami ist super beliebt, aber Pizza Hawaii mögen aus irgendwelchen Gründen 40% der Leute auch, dann reicht das völlig. Also das kommt immer aufs Thema an, würde ich sagen. Da waren jetzt noch ein paar Fragen zu YouGov bzw. Opinio, glaube ich. Genau, wie die Tools heißen. Da gibt es noch eins mit C. Wie heißt das denn, Laurent? Survey, genau. Survey. Also es gibt einige Toolanbieter, die das ermöglichen, Umfragen zu gestalten. Wir haben später auch nochmal ein Beispiel, wo ich glaube, die Datenumfrage über die Webseitennutzer realisiert haben, dass wir gesagt haben, hey, wir haben einfach genug Nutzer auf der Webseite, wir fragen einfach unsere Kunden, wie sie etwas sehen. Weil die Obwohl ich damit, dann da gleich mal einzureden, ein bisschen vorsichtig wäre, das würde ich immer, also das kann man gut bei unterstützenden Dingen machen, wenn man allerdings jetzt an Journalisten rausgeht und sagt, hey,
ich habe die Leute, die meinen Service eh schon nutzen, befragt, was sie da am besten mögen, dann ist das fast schon eine Branding-Kampagne und dann wird es relativ schwer, damit das Interesse der Leute zu gewinnen. Ja. Dementsprechend würde ich immer empfehlen, solche Sachen kann man unterstützend machen, aber ein unabhängiges Tool ist immer am besten. Und auch vielleicht nochmal die Frage, wie bekommen wir es Inhalte gesiedet, aber auch dann Verlinkungen in den Inhalten? Also wie gehen wir da vor? Da gab es eine Frage von, wo war das denn? Von Christoph, wie wir sicherstellen, dass die auch die hochwertigen Medien auch die Kampagne auch verlinken und nicht nur erwähnen. Also gibt es da ein Geheimrezept? Sicherstellen kann man das nicht. Es gibt zum Beispiel Portale wie RTL, bin ich der Meinung, die komplett das jetzt in ihren Terms drin haben, dass sie keine Links mehr nach außen drauf haben. Also die nennen die Quelle, die verlinken aber nicht mehr drauf. Da kann man dann nichts machen. In der Regel ist es aber so, dass zu sauberer journalistischer Arbeit die Angabe von Quellen ganz normal ist und dazugehört. Und da kann man den Journalisten auch darauf hinweisen und das erfragen. Das ist so ein bisschen die Krux beim Digital PR. Es geht um organische Reichweite. Man muss die Leute davon überzeugen, darüber zu schreiben. Und man sollte auf gar keinen Fall zu pushy sein und zu sehr hingehen und sagen, ey, gib mir jetzt mal bitte meinen Do-Follow-Link. Weil dann riskiert man, dass man da nie wieder eine Zusammenarbeit hat oder die Leute im schlimmsten Fall sogar sagen, ey, das scheint hier doch einfach nur Werbung zu sein. Ich nehme das Ding runter. Genau. Bevor wir jetzt nochmal in den Prozess einsteigen, noch eine letzte Frage, weil ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit schauen. SEO-PR, digitale PR, klassische PR, wie hängt das miteinander zusammen? Also Eva hatte gefragt, sie kennt den Begriff SEO-PR. Wie würden wir SEO-PR einschätzen? Aber ganz klar, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Ansatz, den wir gerade verfolgen, von digitaler PR hin zu klassischer PR? Wo ist da wirklich der Unterschied? Und warum denken wir im digitalen PR-Kontext nochmal ein bisschen anders auf das ganze Thema PR-Arbeit? Ja, okay, zur Namensgebung. Wir nennen es Digital PR. Viele nennen es digitale PR. Man kann es auch digitale PR nennen. Manche Leute nennen es Online-PR. Manche Leute nennen es SEO-PR. Unschönere Begriffe wie Linkbait-Kampagnen gibt es auch noch. Also das Wording ist da relativ weit. Wir nehmen Digital PR, weil das ein relativ großes Ding in UK ist. Also da kommt das ganze Prinzip und das ganze Konzept sehr stark auch her. Die machen das schon seit vielen, vielen Jahren und sehr, sehr erfolgreich. Daher haben wir den Begriff Digital PR genommen. Und das unterscheidet sich, wie auch im Namen dann sagt, zur klassischen PR, vor allem dahingehend, dass wir uns rein auf den digitalen Raum beziehen. Also wir nutzen nur oder kontaktieren auch nur Journalisten, von denen wir wissen, dass die auch digital publizieren. Das ganze Thema Print, Radio, Fernsehen ist nett, wenn es passiert, und es passiert Gott sei Dank auch ab und zu mal, aber das ist nicht unser Fokus. Also das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir spezialisieren uns halt auf diese digitale Reichweite, und da ist der größte Unterschied neben dem, dass bei klassischer PR halt oftmals die Brand, das Produkt, die Dienstleistung im Mittelpunkt steht. Bei uns steht die Information im Mittelpunkt. Also wir haben noch nie und werden nie eine Kampagne fahren, wo wir sagen, Autoscout verkauft die besten Autos, sondern wir gehen eher dahin und sagen halt, wir haben ein Thema, wie der Beispiel autofreundliche Städte, das passt, würde zu Autoscout passen, und somit können wir Reichweite generieren. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn nicht, wir haben ja noch ein paar Minuten. Aus Zeitgründen würde ich jetzt mal schnell sagen, dass wir kurz nochmal den Prozess durchgehen. Warte, kannst du, weil wir funktionieren. Klick mal, ich glaube, es müsste gehen, wenn du klickst. Ja. Jetzt, perfekt. Genau, der Prozess einer Kampagne ist so, wie der Prozess oft in den meisten Projekten ist. Also wir fangen halt an mit der Zieldefinition, da kommen wir wieder zum Thema eben, was sind unsere Ziele, was wollen wir erreichen, wollen wir Social Media Reichweite, wollen wir Backlinks beziehungsweise digitale Reichweite haben oder was ist unser Ziel? Bei der Konzeption geht es dann darum zu sagen, okay, wir haben unser Ziel, wie können wir dieses Ziel erreichen? Welche Formate sind zum Beispiel passend? Wie gesagt,
Bei sowas wie Backlinks würde ich eher sagen, wir machen eine Umfrage oder was Datengetriebenes, weil Journalisten damit sehr gut hantieren können und darüber schreiben können. All diese Dinge werden in der Konzeptionsphase überlegt. Also da geht es auch darin, die Idee zu entwickeln und zu sagen, was denken wir, hat Potenzial, aufgegriffen zu werden und verbreitet zu werden. Wenn wir uns dann für eine Idee entschieden haben, wenn wir uns dann für ein Format entschieden haben, gehen wir in die Produktion, heißt, wir suchen die Daten, führen die Umfrage durch, bauen das Tool vielleicht, schreiben die Texte für die Landingpage, erstellen die Landingpage und erstellen natürlich auch Grafiken. Ganz wichtig, falls ihr eine Digital PR-Kampagne machen wollt, bitte keine Textwüsten. Es funktioniert nicht. Die Leute, viele Leute und mich inbegriffen, ich bin sehr visuell. Also mit Textwüsten verlierst du mich sofort. Ich brauche immer wieder ein paar coole Grafiken, ein paar Bilder, die die gezeigten Daten irgendwie schön visualisieren. Also das auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Bei der Distribution, da geht es halt darum, ich erstelle Medienverteiler, ich gucke, wer könnte über meine Inhalte schreiben, wer hat vielleicht schon mal über was Ähnliches geschrieben, wie könnte ich den anschreiben und was sind aus meiner Kampagne, die ich erstellt habe, aus meinem Datensatz, was sind die Informationen, die für diese Person interessant sein könnten. Bei dem Erfolgsmessung und Controlling, da geht es halt einfach darum zu gucken, wie viele Backlinks habe ich bekommen, wie viele Media-Erwähnungen, wie viele Social-Media-Shares und solche Dinge. Das ist der Schritt, den wir halt am Ende machen. Hier ist ein dynamischer Pfeil dazwischen, weil wenn wir zum Beispiel sagen, wir sind nicht zufrieden mit den Erfolgen, dann müssen wir halt nochmal einen Loop machen, gucken, warum sind unsere Daten nicht gut angekommen, müssen wir da vielleicht noch ein bisschen was verändern und dann probieren wir die ganze Sache nochmal, um halt die Reichweite zu gewinnen, die wir geplant hatten. Da war gerade eine Frage, auf die ich kurz mal eingehen würde. Wie finde ich heraus, was Potenzial aufgegriffen zu werden? Das ist einmal auch so ein bisschen Recherche, also einfach mal ein bisschen gucken. Wurde vielleicht über ein ähnliches Thema schon geschrieben? Man sucht sich auch so ein bisschen raus, wenn das Ziel ist, in die Cosmopolitan zu kommen, dann guckt man sich auch an, was wird denn da so geschrieben? Also was für Themengebiete habe ich denn da? Wie sind die Artikel aufgebaut? Was müsste ich denn für einen Inhalt schaffen, was da reinkommt? Es gibt zudem halt noch verschiedene Modelle, zum Beispiel das Modell von den Newsfaktoren. Das kann man mal googeln, sonst können wir da vielleicht auch nochmal einen Screenshot von reinnehmen. Und es gibt sowas wie das Success-Modell aus einem britischen oder amerikanischen Buch, was einfach sagt, diese Punkte sollten beinhaltet sein in einer Idee, damit es halt Reichweite generiert. Das sind so Sachen wie, es muss einfach sein, es muss verständlich sein. Eine Idee sollte Emotionen erwecken. Also man sollte, also wenn man irgendwas sieht, dann sollte irgendwas passieren, im Herzen oder im Kopf. Aber wenn jemand was sieht und nichts passiert, sollte man die Idee lieber sein lassen. Und solche Dinge spielen eine Rolle. Wir nehmen das damit auf. Ich nehme da noch vielleicht zwei Slides extra mit rein, wenn wir das Slide Deck teilen. Jetzt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen mache ich es ein bisschen jetzt im Schnelldurchlauf. Beispiele, ich habe es eben schon angeschnitten. Wir haben hier für HelloFresh mal eine Umfrage gemacht, was sind die beliebtesten Pizza, welche Pizzabelege mögt ihr, welche Pizzabelege mögt ihr nicht, mögt ihr Pizza Hawaii, solche Dinge. Wie ihr seht, überraschenderweise sind es 25% der Leute, die sagen, sie mögen Pizza Hawaii, also Ananas und Schinken auf die Pizza. Jeder Italiener, dem drehen sich jetzt die Fußnägel hoch. So ist es nun mal. Ich glaube, in Thüringen ist die Pizza Hawaii sogar die beliebteste Pizza laut unserer Umfrage. Dieses ganze Thema hat super, super gut funktioniert, weil halt die Leute hier mitten hier zum Bezug haben. Jeder von uns hat bestimmt schon mal eine Pizza gegessen. Jeder von uns oder die meisten von uns essen sehr, sehr regelmäßig Pizza. Und viele, zumindest laut unserer internen Befragung, die wir vorher gemacht haben, bevor wir die Idee durchgeführt haben, viele hatten mit ihren Freunden auch schon mal die Diskussion, wie stehen wir denn zu Pizza Hawaii, beziehungsweise fast jeder hat da schon eine relativ starke Meinung zu. Und dementsprechend sind solche Dinge, wenn man solche Dinge finden kann, immer sehr, sehr gut und vorteilhaft für die Kampagne. Hat in dem Fall auch sehr gut funktioniert. Die Kampagne ist über ein Jahr her. Heute finden wir immer noch ab und zu 2-3 Mal im Monat neue Artikel darüber.
Wir haben bisher 101 Clippings. Clippings sind Erwähnungen, Social Media Shares oder Backlinks. Also das ist die Gesamtzahl aller Reichweitenpunkte, die wir haben. Davon waren 7 Backlinks. Wir hatten eine Radioerwähnung in Österreich und wir waren am Tag der Pizza vor, glaube ich, 6 Wochen, Mathe oder so war das, waren wir tatsächlich nochmal in einem RTL-Nachrichten Format mit drin, wo es halt in den 19 oder 20 Uhr Nachrichten einen 5-minütigen Beitrag zum Thema Pizza gab und unsere Studie, sage ich mal, unsere Umfrage wurde dort auch nochmal zitiert, was natürlich für uns super schön ist, super cool einfach zu sehen, dass solche guten Inhalte auch langfristig aufgegriffen werden können. So, jetzt nochmal klicken. Einmal, kannst du einmal zurückgehen, Mathe? Ja, Moment. Ah, so. Genau. Genau. Hier ist der Artikel, der dann nochmal gefeatured wurde. Anderes Beispiel, da kommen wir zu der Frage, bei HelloFresh haben wir zum Beispiel Google Surveys genommen. Google Surveys ist vergleichsweise günstig, dafür nicht repräsentativ, daher nicht für jedes Thema zu nutzen. Mit Doctolib haben wir unterstützend zu der Datenkampagne eine Umfrage gemacht. Da haben wir YouGov genommen, weil wir Repräsentativität brauchen. Wir brauchen die Credibility, wir brauchen das Vertrauen, um die Journalisten zu erreichen. Was haben wir sonst gemacht? Wir haben uns angeguckt, wo gibt es am meisten Fachärzte bzw. Fachärztinnen. Dabei haben wir uns angeguckt, wie viele Orthopäden gibt es in den verschiedenen Kleinstädten und Landkreisen, wie viele Allgemeinärzte, wie viele Chirurgen und solche Dinge. Hat auch sehr gut funktioniert. Viele Zeitungen, viele große Zeitungen, viele regionale Zeitungen und viele auch themenrelevante Medizinartikel, Magazine haben hier darüber berichtet, einfach weil es ein sehr, sehr interessanter Datensatz war, der in der Art und Weise zwar nicht neu war, wir haben Sekundärdaten genutzt, aber wir haben es halt so gut und so übersichtlich dargestellt, dass es oft verwendet wurde. Genau. Drittes Beispiel ist ein Beispiel für ein sehr lifestyleiges Thema wieder in Kombination mit Experten. Das kann nämlich auch sehr gut funktionieren. Hier haben wir eine Umfrage zum Duschverhalten gemacht. Das war eher ein kleineres, schnelleres Projekt. Wir haben diese Umfrage aber kombiniert mit Experten. Heißt, wir haben 2 Dermatologen genommen plus einen Instagram-Influencer und haben diese Leute befragt zu den Umfrageergebnissen, die wir bekommen haben. Hat auch sehr gut funktioniert. Wie gesagt, Cosmopolitan, Bravo, Gala, Funk, alle haben darüber berichtet. War sehr gut. Und diese Expertenstimmen, die sind halt in den Medien auch sehr gerne gesehen, sehr gerne genutzt, weil es halt einfach der ganzen Sache wieder Vertrauen gibt. Es gibt der ganzen Sache so ein Rückgrat. Und es ist nicht nur einfach eine Umfrage, die wir gemacht haben, sondern wir haben tatsächlich auch angesehene Dermatologen bzw. einen Influencer dazu befragt. Wenn wir was Kreativeres haben wollen, vielleicht was Toolartiges, dann ist unser Beispiel mit Bau & Hobby, einem Schweizer Baumarkt, auch gut, einfach zu sehen, dass was Interaktives passen kann. Hier haben wir uns angeguckt, wie bienenfreundlich sind denn Gärten oder Balkone? Was haben wir gemacht? Wir haben uns ein paar Fakten rausgesucht zum Thema Bienen in der Schweiz. Wir haben ein kleines Tool gebaut, wo man einen Standardgarten gesehen hat und wenn man umgeklickt hat, einen Standardbalkon und man konnte dann mit der Maus drüber gehen über dieses Tool und da waren halt verschiedene Blumen oder Düngemittel oder so dargestellt in diesen Gärten und wenn man mit der Maus drüber gegangen ist, hat sich die Maus in eine kleine Biene verwandelt und man konnte über die Gegend gehen und dann stand halt Düngemittel einfach im Garten zu verwenden, ist für Bienen doof. Und die Pflanze ist vielleicht gut. Am Ende gab es dann noch ein kleines Quiz, wo man so ein paar Fakten abgefragt hat und dann wurde bewertet, wie bienenfreundlich tatsächlich der eigene Garten oder Balkon ist. Hat in dem Fall auch sehr gut funktioniert. Nicht in den reichweitenstarken Medien, die waren aber auch nicht der Fokus von dieser Kampagne. Der Fokus war tatsächlich halt themenrelevante Sachen. Also garten.ch, do-it-yourself, Züricher Bienenfreunde. Das waren die Sachen, die wir erreichen wollten. Entschuldigung. Genau.
Ich musste jetzt hier ein bisschen durchrennen, weil wir fast schon am Ende der Zeit sind. Habt ihr denn noch Fragen, beziehungsweise sind noch Fragen offen? Ich habe es jetzt nicht ganz verfolgen können. Ich glaube, es gibt ganz zwei spannende Ansätze. Einmal, wie gehen wir bei die B2B um? Also wie bekommen wir es, B2B-Unternehmen auch platziert zu bekommen? Ja, ist halt immer Frage, was ist das B2B-Unternehmen? Wenn es irgendwie ein Medizintechniker ist, könnte man auch eben Fachärzteumfrage eben auch veröffentlichen, auch publizieren. Das heißt, ich glaube, B2B ist einfach so breit, dass man sich abklären müsste, in welchem Fachbereich sind wir. Eine Idee, die wir hatten, das ist eine B2B-Auftragsbank, wo sozusagen Subunternehmer Unternehmer finden können. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wir gucken uns an, wie sind die Landtage ausgestattet nach Handwerkern und Nichthandwerkern. Sind es alles Juristen und Studierte oder sind es halt Handwerker und Meister? Und da haben wir halt auch extrem gute Resonanz bekommen, weil wir einfach auch über die deutschen Landtage verteilt, einfach gesehen haben, okay, wo ist eigentlich der Landtag, der die deutsche Bevölkerung am besten repräsentiert. Und das war dann eben aus dem B2B-Kontext. Da haben wir es aber auch trotzdem in diese reichweitenstarken Portale reinbekommen. Aber Laurent, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, wie geht man eigentlich im B2B-Umfeld da um? Das ist das Schöne von Digital PR. Uns interessiert in dem Fall nicht wirklich, ob es B2C oder B2B ist, sondern uns interessiert halt das Thema, ne? Also ob ich jetzt einen B2C-Anbieter für Medizinprodukte habe oder einen B2B-Anbieter, ist mir relativ egal, weil ich gehe halt auf das Thema Gesundheit, ich gehe auf das Thema Medizin und da suche ich mir irgendwas Cooles, wovon ich denke, damit können wir Reichweite gewinnen, damit können wir Medienerwähnung bekommen. Da ist es mir persönlich relativ egal, ob das halt B2B oder B2C ist, weil die Journalisten, die nennen mich als Quelle. Die schreiben vielleicht auch einen kurzen Absatz zu der Quelle und zu dem Versender. Aber denen ist es im Endeffekt völlig egal, ob du jetzt B2B oder B2C ist. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es da große Limitationen gibt. Klar gibt es B2B-Teams, die sehr nischig sind und dann auch sehr schwierig sind. Aber meistens mit ein bisschen Zeit und ein paar Brainstormings findet man schon irgendwann eine Idee, wovon man denkt, die hat vielleicht Potenzial. Genau. Und dann eine Sache, wovon ich jetzt auch kurz eingehen möchte. Sophie hatte gefragt, was halten wir von SEO-optimierten Schreiben beziehungsweise Textbausteinen, die wir verschicken. Kann sinnvoll sein, ist halt sehr, sehr aufwendig, ne? Also da muss man ja sehr, sehr viele Textbausteine erstellen, die wir dann verschicken. Wir machen das so, wir haben immer eine relativ individualisierte und relativ detaillierte Pressemitteilung, die ist 1 bis 2 Seiten lang, je nach Thema. Und dadurch, dass sie individualisiert ist, haben wir halt viele, also für jede Zielgruppe beziehungsweise für jede Richtung ein bisschen andere Pressemitteilung. Und da wird auch oft einfach Content rausgenommen. Also wir machen das, aber mittels dieser Pressemitteilung. Aber die Pressemitteilung an sich ist nicht SEO optimiert. Also da gucken wir uns keine Keywords oder so an, sondern da geht es halt wirklich um den Inhalt. Jetzt darfst du, Boris. Yay, die letzten Minuten bei mir sozusagen. Ich danke euch sehr, sehr für diesen umfangreichen, sehr interessanten Einblick auf jeden Fall. Ich glaube, im Chat haben wir auch schon einiges jetzt gerade gehört in Bezug auch auf hands-on und sehr pragmatisch auch viele Sachen, die ihr vorgestellt habt, waren. Insofern also zunächst mal ein riesengroßes Dankeschön an mich, an euch, von mir so rum. Wir haben auf jeden Fall noch einige Fragen. Gerade zum Thema Pressemitteilung kamen 2 Fragen noch mit rein und dann auch noch mal ein paar andere, die super interessant sind. Da das kriegen wir jetzt, Leute, jetzt nicht mehr hin natürlich. Was wir aber machen können oder was wir machen werden, ist zum einen, wir werden an alle, die sich heute hier eingeschaltet haben, teilgenommen haben, aber auch generell überhaupt sich angemeldet haben für dieses Webinar, auf jeden Fall Bescheid geben, sobald wir den Rückblick und auch die Aufnahme von diesem Webinar fertig und zur Verfügung gestellt haben. Die Präsentation, habt ihr gesagt, stellt ihr auch nochmal zur Verfügung. Also da kann man auch sich nochmal das Ganze anschauen und Revue passieren lassen. Plus, wir werden die Fragen, die wir jetzt nicht beantwortet haben, die würden wir auch nochmal sammeln. Matthäus, Laurent, wir würden uns dann vielleicht nochmal absprechen, dass wir die auch im Rahmen von einem Beitrag SEO-optimiert definitiv, dann entsprechend auch nochmal beantworten und dann, das kann vielleicht nochmal 2, 3 Tage länger dauern, es sind dann doch einige, und dann auch nochmal an alle
quasi eine Info durchgeben, dass die dann auch zur Verfügung stehen bei uns oder gern auch natürlich auch eurer Webseite. So, ansonsten, wie gesagt, bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank, wirklich super informativ und hoffe, den Teilnehmern hat es auch gefallen. Wo kann man euch vielleicht nochmal, wenn man sich jetzt direkt mit euch verbinden möchte, am besten, wo kann man das am besten machen? Genau, entweder auf LinkedIn, einfach kurz nach Matthäus oder nach Laurent suchen, da gerne eine Anfrage stellen. Oder wir sind am 17. und 18. Mai in Hamburg auf der OMR, auch mit einem eigenen Stand vertreten. Boah, die Standnummer habe ich gerade nicht im Kopf. Ihr findet uns aber schon, G10, glaube ich. Ihr findet einfach, wenn ihr nach Klaneo sucht, werdet ihr uns finden. Ansonsten können wir auch im Nachgang vielleicht nochmal da den Hinweis geben zu OMR. Wieder live und in Farbe, da freuen wir uns sehr, dass man auch wieder mal sich so austauschen kann. Aber ansonsten, ihr findet uns eigentlich überall, wo man Personen finden kann. Sei es auf LinkedIn, sei es per E-Mail, sei es virtuell in Webinaren oder persönlich auf der OMR. Wunderbar, dann vielen Dank. Liebe Grüße nach Berlin, hier aus Frankfurt. Liebe Grüße auch an alle, wo immer ihr sie auch gerade sind. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Webinar, hoffe ich. Also dann. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Schöne Restwoche allen.